Hallo und willkommen zu meinem nächsten Back-to-School-Video. Ich liebe diese Videoreihe, ihr wisst es alle. Ich freue mich jedes Jahr darauf. Und dieses Mal erwartet euch ein XXL Back-to-School-Supplies-Haul. Also alles Schulsachen, die ich gefunden habe. Ich habe übrigens alle Schulsachen bei Action gefunden. Ich finde, die haben mittlerweile echt die beste Auswahl und so coole, süße Sachen. Gleichzeitig aber auch natürlich praktische Sachen, die man auch wirklich gebrauchen kann und nicht nur irgendwie cool aussehen. Aber bleibt auf jeden Fall dran, denn am Ende wird das ganze Paket, was ich gekauft habe, komplett so verlost an einen von euch. Also bleibt dran und dann seht ihr, was ihr dafür tun müsst. Und dann zeige ich euch erstmal, was ich so Cooles gefunden habe. Also let's go. So, ich greife einfach mal rein. Und zwar die erste Sache, die ich hier rausfische, ist das hier, ein Klemmbrett. Finde ich mega praktisch. Ich lasse die Sachen jetzt übrigens natürlich auch eingepackt, weil es ja am Ende verlost wird. Und zwar ist das so ein Clipboard, wo man halt natürlich so Zettel dran klemmen kann. Benutze ich übrigens täglich für eine To-Do-Liste. Kann man einfach immer super austauschen dann. Und man hat das einfach immer so greifbar. Das mag ich irgendwie voll. Und das Besondere hier dran ist aber, man kann es aufklappen. Und dann hat man hier drin so einen Block, wo man auch direkt drin schreiben kann. Also mega cool. Könnt ihr dran schreiben, eure To-Do-Liste oder so machen und die dann vorne dran klippen. Ist vielleicht eher was für zu Hause. Nicht unbedingt für die Schule, aber ja. Wie gesagt, ich finde, das ist absolut ein Must-Have und ich benutze selbst jeden Tag so ein Ding. Als nächstes habe ich hier ein Sticky Notes Heft und zwar kann man das aufklappen. Und hier hat man so ganz viele Sticker und auch ganz viele Notizzettel. Das Besondere ist hier wirklich das Design. Sind so rosa und blau und haben so einen silbernen Rand. Ich finde, das sieht so cool aus. Auch die Sticker passen halt perfekt dazu. Ja, kann man perfekt eigentlich nutzen, um so ein Notizbuch oder halt, ja, so einen Planer einfach so ein bisschen aufzupimpen. Weil eins natürlich nicht reicht, weil ich das Design so schön fand, musste auch noch ein zweites mit. Das ist vom Design ganz anders, deswegen fand ich es auch so cool. Bisschen verspielter mit so Mintgrün und Lila und Pink. Und auch die Sticker sind halt viel, viel verspielter. Aber ich finde es so cool. Und wie gesagt, ich finde, das macht einfach viel mehr Spaß damit. Perfekt auch für den Schreibtisch und falls ihr euch so mit Bullet Journaling und so auskennt, dann ist das, glaube ich, auch perfekt. Und hier fliegt irgendwo eine Fliege. Die macht mich schon seit Tagen irre und ich, ja, ich möchte, dass sie rausgeht, aber sie ist einfach zu doof dazu. Dann habe ich noch so eine Mini-Version von dem Clipboard gefunden, finde ich auch so cool. Das ist ein kleines Clipboard, da kann man so eine, ja, kleine Remember-Liste machen, also entweder eine To-Do-Liste, Einkaufsliste. Und ich finde das, ach, ich fand das so süß, dass ich es kaufen musste. Auch perfekt für den Schreibtisch. Ja, was soll man noch dazu sagen? Dann eine Sache, die ich mega praktisch fand. Und zwar diese Mini-Highlighter. Also die sind wirklich überdurchschnittlich klein und flach. Das finde ich richtig gut, weil diese riesigen Textmarker will man ja eigentlich nicht mehr zur Schule schleppen. Die sind immer irgendwie schwer, sperrig. Und wenn man halt von allem die größere Version hat, dann, ne, kennt man ja jeder, dann hat man am Ende so eine Schultasche, die man mitschleppen muss. Und hier sind einmal richtig viele verschiedene Farben, sogar die Standardfarben wie Pink und Gelb sind doppelt da drin. Dann haben wir Orange, Blau, Grün und Lila und die sind halt echt richtig klein. Dahinter ist übrigens auch noch so ein kleiner Stapel von Notizblättern, diese Klebedinger. Fand ich echt praktisch, so kann man verschiedene Farben mitnehmen in die Schule. Ich weiß nicht, ob ihr das so kennt, man kann ja so Color Coding machen, also so für entweder verschiedene Fächer, verschiedene Farben. Das braucht man vielleicht nicht unbedingt, aber kann man. Oder man macht halt irgendwie die wichtigsten Notizen in Gelb, die, ja, oder irgendwelche Fachbegriffe, die man nachschlagen will, in Blau. Also halt so, dass jede Farbe eine Kategorie hat. Finde ich nämlich auch cool und so kann man halt verschiedene mitnehmen und verschwendet nicht so viel Platz im Federwäppchen. Das interessiert mich mal. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr sagt. Sagt ihr also zu einer Feder, also ich sag Federtasche, so kenne ich das. Aber ich weiß, dass manche auch Etui sagen oder Federmäppchen. Oder gibt es noch einen anderen Begriff? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist von Bundesland zu Bundesland auch sehr abhängig oder von der Region. Deswegen schreibt es mal gerne in die Kommentare. Das würde mich echt mal interessieren. Da durften nochmal Sticker mit. Diesmal allerdings Sticker für Ordner. Genau, um seinen Namen und das Fach drauf zu schreiben. Ich fand die so süß vom Design. Einmal hier so in Holo-Optik, also so ein Farbverlauf. So mit rosa, pink, orange. Und das geht dann so über in blau und grün. Richtig schön. Finde ich cool. Und hier noch ein bisschen verspielter mit so, ja, da sind auch so ein paar Sticker bei, da weiß ich nicht so genau, wo man das draufschreiben soll. Die kann man vielleicht irgendwo anders dann für verwenden. Aber hier kann man zum Beispiel auch die Fächer und seinen Namen und so reinschreiben. Und ja, ich fand das eine coole Mischung und ich habe das früher immer gemacht. Immer in den Sommerferien habe ich mir alle Ordner neu gekauft oder halt die Ordner ausgeleert und dann die Sticker abgemacht, weil neues Schuljahr, neues Glück, dachte ich mir immer. Und neue Motivation. Und dann habe ich die alle schön beschriftet. Und das
Ach, ich habe das einfach so geliebt, ne? Wirklich, mein Traum wäre es, eine eigene Kollektion aus so Bürozeugs oder so nicht Schulartikel unbedingt, aber so, ja, Büroartikel, so Schreibsachen. Das wäre mein Traum. Andere wollen so Fashion-Kollektionen und ich will Schulsachen. Ah ja, das wäre so cool. Auf jeden Fall habe ich das mit den Stickern auch geliebt und habe mir da auch immer so richtig besondere gekauft. Und damals gab es halt noch nicht so eine krasse Auswahl, deswegen bin ich so neidisch. Und ich glaube, deswegen liebe ich es auch so, das zu kaufen. Und ich werde es auch mal lieben, für meine Kinder sowas zu kaufen. Und da ich noch keine Kinder habe, kaufe ich es für euch. Dann als nächstes fische ich hier ein Notizbuch raus. Das könnte wirklich so mein Design sein. Ich finde, das passt so gut zu mir. Und hoffentlich auch zu einem von euch, denn ihr bekommt es ja. Und zwar steht hier drauf, if you believe, you can achieve. Ja, also wenn ihr dran glaubt, dann könnt ihr es auch erreichen. Und das ist, denke ich, ein sehr gutes Lebensmotto. Ist ein relativ schlichtes, liniertes Notizbuch. Also ist übrigens DIN A5 und ich finde das Design mega schön. Kann man, glaube ich, für alles verwenden. Für Notizen, für... Man kann da eigentlich auch ein Rezept, ein Kochbuch draus machen. Zum Beispiel, falls ihr irgendwie schnelle Rezepte so nach der Schule, nach der Arbeit aufschreiben wollt, dann könnt ihr die da drin sammeln. Ich finde, zu Schulsachen gehören ja nicht nur Sachen, die man in der Schule verwendet, sondern einfach die so den Alltag in der Woche vielleicht ein bisschen erleichtern. Deswegen habe ich gedacht, wäre das ganz sinnvoll oder natürlich auch als Hausaufgabenheft. Da stehen halt jetzt nur keine Tage oder so drin. Hefte kann, glaube ich, auch jeder gebrauchen. Musste ich auch immer wieder kaufen in der Schule. Das ist hier DIN A4, auch liniert, 2 Stück. Ja, hatte ich eigentlich immer für Deutsch auf jeden Fall und für Musik, glaube ich, auch immer. Das habe ich zwar nie vollgekriegt, aber ich hatte zumindest eins. Ja, und hier mochte ich auch das Design. Ich fand das ganz süß hier mit dem Flamingo und so ein Rosa. Kann man auch nichts mit falsch machen. Und ja, habe ich auch mal für euch mitgenommen. Dann als nächstes habe ich Stifte mitgenommen. Die fand ich auch richtig süß. Das sind einfach Bleistifte in verschiedenen Farben. Hier so auch mit so einem Farbverlauf. Richtig schön. Und hier so silberne, die so ein bisschen schimmern. Also so einen leichten Holo-Effekt haben. Fand ich cool, sind ein bisschen besonderer. Ihr wisst ja, ich stehe auf so außergewöhnliche Sachen. Denn es war bei mir wirklich immer so, dass Stifte verloren gegangen sind. Immer. Ich hatte die in meiner Federtasche oder Federmäppchen oder wie auch immer. Und dann, ja, war die irgendwie nach 3 Wochen waren die Sachen eigentlich überall verstreut. Und ich habe immer gedacht, warum haben die denn alle immer nur einen Kugelschreiber dabei? Ich war nämlich immer die Person, die hatte einen Füller, Füllstifte, Textmarker, Bleistift, Buntstifte. Ja, ich habe es geliebt, auch wenn ich die Sachen nicht benutzt habe. Aber vielleicht kommt dieser eine Tag, wo man es verwenden kann. Außerdem habe ich noch dieses, oh, das sind sogar direkt 2 Sachen, aber die habe ich zusammen gekauft, also ja, von daher passt das ganz gut. Einmal habe ich hier dieses Whiteboard mitgenommen, fand ich cool, hier unten ist nämlich so eine Pinnwand und hier oben ist das Whiteboard, ist natürlich auch ein Stift dabei und ein Whiteboard ist ja meist auch magnetisch oder immer, ich glaube schon, deswegen sind hier auch 2 Magnete, kann man halt perfekt zu Hause hinstellen, kann man hier oben übrigens auch mit einem Band oder mit einem Nagel in der Wand befestigen und deswegen fand ich das sehr praktisch irgendwie. Gefiel mir sehr, sehr gut. Und weil ich dachte, Magneten kann man nie genug haben, auch für eine Pinnwand oder so zu Hause, habe ich nochmal diese süßen Magneten mitgenommen. Die sind so pink mit Gold und das ist alles so, ja, Summer Vibes, Get Stuff Done, ja, und so gute Laune mäßig. Finde ich einfach auch vom Design sehr ansprechend und kann man, glaube ich, auch zusammen sehr gut benutzen. Übrigens auf so ein Whiteboard könnt ihr richtig gut so Formeln schreiben, die ihr euch gerade merken müsst. Weil wenn ihr die im Zimmer hinstellt und immer wieder dran vorbeigeht, dann unterbewusst merkt sich euer Körper das. Es nimmt gar kein Ende, denn ich habe noch so einen coolen College-Block, der echt so ein bisschen besonderer ist, gekauft. Einmal fand ich den natürlich vom Design schön. Prove them wrong. Hier einmal natürlich ganz viele Linien hat, also liniertes Papier. Aber natürlich hinten auch solche Trennungsseiten. Also die kann man rausmachen hier, ganz einfach, und dann halt da so zwischen machen. Und dann könnt ihr halt zum Beispiel für jedes Fach das irgendwie abtrennen oder so. Fand ich ganz praktisch, weil da muss man nicht so viel mitnehmen. 125 Blatt, also da ist auf jeden Fall ordentlich was drin. Dieser Dokumentenordner durfte auch noch mit, fand ich auch richtig praktisch, weil ich, also mich würde es mal interessieren, könnt ihr mir auch mal schreiben, was ihr so an Schulsachen mal mitnehmt. Habt ihr für jedes Fach einen Ordner? Habt ihr so einen ganz dicken so Aktenordner? Oder macht ihr das zum Beispiel so? Weil das finde ich zum Beispiel praktisch, wenn man zum Beispiel halt einen College-Block mitnimmt und dann halt für jedes Fach das irgendwie so ein bisschen unterteilt und dann halt die Zettel da einordnet, genauso halt auch Zettel da reintut, die man so bekommt. Eine kleine Spielerei, aber ich fand das so süß, ist dieser coole Stift. Das ist ein Kugelschreiber, der schreibt blau und das Coole ist, dass man hier oben drücken kann. Und normalerweise würde man ja denken, es ändert sich die Farbe, aber es ändert sich nicht die Farbe, sondern das Zitat, was da drin steht. Also wir haben hier zum Beispiel Choose Happy, Be Sweet, Sparkle, Count Stars,
Be a Unicorn und noch ein paar andere Sachen. Und ich finde das, ja, ist jetzt nicht unbedingt so super praktisch oder so, aber ich finde es halt cool. Und einen Kugelschreiber kann man immer gebrauchen und ich muss das mitnehmen. Bevor wir gleich zu meinem Highlight kommen, kommen wir noch zu einer super praktischen Sache, die ich mitgenommen habe. Bei mir war es zum Beispiel in der Schule immer so, dass wir wirklich Einschlagepflicht hatten. Das heißt, wir mussten die Bücher, die wir bekommen haben, einschlagen mit so durchsichtiger Klebefolie. Diese Einschlagfolie, die da so selbstklebend ist, das ist echt eine Kunst, das gut hinzukriegen. Man hat richtig oft so Luftblasen und dann war das teilweise wirklich bei einigen von meinen Mitschülern so schlimm, dass, boah, das hätte man echt, das sah so schlimm aus, das Buch, wirklich. Aber gut, es ist halt nicht einfach, ne? Meine Mutter hat das immer so richtig ordentlich gemacht und so mit Linealen oder mit irgendwas Schwerem halt die Luftbläschen so rausgemacht und so. Aber das war echt immer richtig viel Arbeit und ich bin halt auch mega dankbar, dass meine Mutter das gemacht hat. Hätte sie ja nicht tun müssen, gerade nicht, als ich schon älter war. Und jedes Jahr aufs Neue habe ich mich gefragt, wieso meine Bücher irgendwie nie eingeschlagen sind, wenn aber eigentlich ja jeder die einschlagen sollte. Kann ja eigentlich sein, irgendwann müssen ja mal alle Bücher eingeschlagen sein, ne? Aber ja, auf jeden Fall habe ich jetzt hier was entdeckt, was ich so praktisch fand. Und zwar stretchbare Buch. Umschläge, flexible, genau, flexible Buchumschläge steht hier drauf. Flamingo-Muster und einmal hier das, das finde ich ganz süß. Die passen sich Büchern von DIN A5 bis DIN A4 an und ich habe es im Laden ausprobiert. Ich will die jetzt nicht auspacken, aber das funktioniert wirklich. Die sind dann wirklich super gespannt und ja, schlagen euer Buch ein. Hier ist auch so ein Bild drauf, wie das dann aussehen soll. Und so sind eure Bücher eben geschützt und die waren jetzt echt richtig günstig bei Action. Kann ich halt empfehlen, falls ihr irgendwie sagt, ihr könnt das gar nicht oder ja, sagt irgendwie so, das ist nicht mein Ding. Vor allem ist es natürlich auch besser für die Umwelt, weil die könnt ihr immer wieder verwenden. Gut, oder ihr lasst sie halt und gebt sie somit weg und macht einem anderen Schüler eine Freude. Aber diese Plastikverschwendung von dieser Folie ist echt so krass immer gewesen, weil die war ja auch nochmal eingepackt und ja. Last but not least, wirklich ein, ja, mein Highlight, muss ich sagen. Und zwar hier dieses Letterboard in rosa aus Filz und ja, ich glaube, jeder kennt ein Letterboard, kann man halt hier mit so Buchstaben was draufschreiben und ich finde, das sieht einmal cool aus. Man kann da natürlich auch irgendwelche wichtigen Formeln oder ja, Vokabeln oder irgendwas draufschreiben, ist natürlich ein bisschen Arbeit, aber ich glaube, das könnte ganz cool sein und wie gesagt, ich kann es nur empfehlen, wenn man etwas hat, was man sich nicht merken kann, immer wieder drauf vorbeigehen, irgendwann hat man es so verinnerlicht, dass man es nie vergessen wird. Gab es übrigens auch noch in schwarz und in so einem, ja, Mint dunkelgrün. Aber ich finde jetzt rosa natürlich am coolsten. War auch bei Action super günstig. Kann man auch richtig gut so motivierende Quotes und so draufschreiben. Ja, also auch ein Must-Have. Das waren jetzt alle Sachen. Wie ihr seht, habe ich nicht nur so die typischen Schulsachen, weil ich denke, davon hat man auch ganz viel. Kommen wir jetzt zur Verlosung. Und zwar wird das Ganze, was ich euch gezeigt habe, komplett an einen von euch verlost. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist einmal mir auf Instagram zu folgen und meine drei letzten Bilder einmal zu liken und unter eins meiner letzten Bilder, egal welches, diesen Emoji, den ich euch hier einblende, zu kommentieren. Dann weiß ich, dass ihr dieses Video gesehen habt, dass ihr an der Verlosung teilnehmen wollt. Und übrigens muss ich das dazu sagen, auf Instagram ist es halt leichter für mich, diese Verlosung zu machen, weil hier auf YouTube gibt es so ganz komische Richtlinien und Leute, das will keiner, weil das ist halt blöd. Da kann ich nicht einfach sagen, schreibt einen Kommentar. Ja, das ist halt nicht rechtens, deswegen muss ich das über Instagram machen. Aber folgt mir auf Instagram, es lohnt sich, es sind echt coole Bilder und ich bin auch immer sehr, sehr aktiv in meinen Stories und auch da gibt es oft Blitzverlosungen, die nur 24 Stunden dann online sind und dann habt ihr natürlich auch eine größere Chance. Und dann hoffe ich sehr, ihr freut euch auf die weiteren Back-to-School-Videos. Ich werde die so ein bisschen strecken, weil ich weiß ja, dass nicht alle gleichzeitig wieder Schule haben, was halt immer schwierig ist, da allen gerecht zu werden. Aber ich gebe mein Bestes, es kommen echt noch coole Sachen und dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ciao!